Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht richtig, wir sind im Lift in Winterberg und zwar eins der letzten Wochenenden dieses Jahr. Sind super viele Leute mitgekommen und der Thomas, wie einmal im Jahr, letztes Jahr war ja total ein Reinfall ins Wasser, ist auch mit dabei, aber dieses Jahr haben wir Traumwetter, 20 Grad Ende Oktober, auf jeden Fall richtig hammermäßig. Die Tickets sind auch günstiger als sonst, weil es schon so ein bisschen verkürzte Zeit wegen Zeitumstellung und so weiter. Aber das stört uns überhaupt nicht, denn ja, wir waren tatsächlich früh heute am Start, sind früh aufgestanden und fahren jetzt zum Warmrollen einmal Schneewittchen. Und dann steht auch noch so ein bisschen was anderes auf dem Programm. Wir müssen eigentlich noch zwei weitere Videos abdrehen. Ich bin mal gespannt, ob wir heute alles schaffen. Und ja, wir nehmen euch heute mit auf diesen Tag in Winterberg. Vom Schweiß-Saubergewicht. Ja, wir sitzen im schnellsten Lift in Winterberg, genießen jetzt kurz das Panorama, haben uns ein bisschen warm gerollt, jetzt fahren wir auf die anderen Lines. Ich bin sehr gespannt, wie voll der untere Lift ist. Michi ist auch schon super gespannt. Sie hat jetzt endlich geschafft, zweimal hintereinander schon, nee, dreimal, ne, das Fahrrad reinzustellen in den Lift. Also, habe ich hier bei den Kindern abgeguckt. Ja, der Jerry hat das gut geübt und dann hat er einfach nachgemacht. Ja, wir fahren mal hoch und sehen uns dann in 45 Minuten. Oh, echt? So kurz vorm Ziel? Kurz vorm Ziel. Go, go, go! Entgegen allen Regeln haben wir uns also die Kühill zum Warmrollen vorgenommen und dann erst später auf den weiteren Abschnitten die Flow Country.
Erinnert ihr euch noch an das letzte Jahr Winterberg mit Thomas bei dem Sauwetter? Da bin ich das allererste Mal die Luce Lee einigermaßen ordentlich gefahren. Und erst jetzt, ein Jahr später, macht sie einfach wirklich richtig, richtig Spaß, weil man nicht mehr drüber nachdenken muss, wie man jeden Sprung zu nehmen hat. Schade. Nachdem wir dann eine kleine Mittagspause gemacht haben und uns ein klein wenig erholt haben, sind wir dann nochmal losgestartet in Runde 2. Denn ich wollte unbedingt auch nochmal die Downhill fahren, um zu gucken, wie sich das am Ende der Saison nun jetzt anfühlt. Denn die flowigen Jumplines und so weiter sind halt nur mal ein bisschen was anderes als so eine ruppige Downhill-Line mit Wurzeln, Steinfeldern, Stufen und Co. Deswegen nichts wie auf die nächste Runde. Vorher allerdings noch eine kleine Warmrollrunde inklusive Enduro-Trails, die auf der anderen Bergseite waren. Das ist ein Mock hier. Das ist ein Enduro-Trail. Das ist ja Uphill! Bist du sicher, dass das richtig ist hier?
Ist da abgekürzt? Ja, ich wollte da nicht durch. Sieht ja noch nagelneu aus, das Rad. NS-Bikes. So, seid ihr ready? Ja. Oh nee, was ist jetzt los? Wir sind so viel im Flat hier unterwegs. Wir sind so viel im Flat unterwegs. Oh, Anleger. Noch ein Anleger. Ach, hier sind wir. Leider bin ich nicht dazu gekommen, die Line mal komplett durchzufahren, weil einfach wirklich hier viel Verkehr war. Und ich finde halt, es ist wichtig, gerade wenn es voll ist, dass man aufeinander Rücksicht nimmt, die Pros fahren lässt, die Anfänger auch fahren lässt und einfach ein angenehmes Miteinander hat. Was an dem Tag auch wirklich der Fall war. Also allgemein, die Stimmung im Park war einfach super. Ich glaube, jeder hat es einfach genossen, den letzten Tag hier im Bikepark Winterberg ganz gemütlich die Saison ausklingen zu lassen. Den Sprung oben über die Brücke lande ich normalerweise immer oben drauf. Und heute dachte ich mir so, ich möchte es unbedingt mal probieren, da drüber zu kommen, was dann wirklich nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber zum Glück ist nichts passiert und wir konnten ganz entspannt weiterfahren. Allerdings war dann wirklich so langsam zu spüren, dass es schon später geworden ist und die Kraft langsam zu schwinden begann. Jetzt mache ich mir in die Hose davor. Ja, nicht normal. Bei dem letzten Stück hier heute war ich irgendwie um einiges zu langsam, weil ich ordentlich reingecased habe und irgendwie der erste Drop, bevor es zum Stepdown geht und dann in den Zielsprung, der fällt mir irgendwie schwer. Ich weiß nicht, ob ich den einfach überrollen muss oder halt von oben direkt reindroppen muss. Ich hatte da tatsächlich den Fehler gemacht, weil es so unübersichtlich für mich war, dass ich einfach noch angebremst hatte und dann natürlich viel zu langsam geworden bin. Also wenn da jemand einen Tipp hat, wie man das Ganze da am besten fährt, gerne einmal in die Kommentare.
Nach dem kleinen Zwischenstopp, um einen Teil von George seinem Rad zu suchen, ging es dann auch endlich mal auf die Freeride, denn die war ja neu gemacht worden und ich war schon sehr gespannt, wie das Ganze jetzt schlussendlich aussieht. Ja, mein Fuß in Mitleidenschaft gezogen. Also ich weiß ja nicht, wie euch die neue Freeride Line gefällt, allerdings fand ich sie jetzt nicht ganz so spektakulär. Die Jumps, die drin waren, sind mega cool gebaut und machen auf jeden Fall richtig Laune, weil man ordentlich laufen lassen kann und dann auch schön Airtime sammeln kann. Allerdings finde ich, die anderen Teile könnten auf jeden Fall in der nächsten Saison noch irgendwie nachziehen. Zum Schluss wollte ich, auch wenn die Kraft langsam schon am Ende war, noch irgendein neues Feature machen, was ich bisher noch nicht gesprungen bin. Und da die Kraft nicht mehr so ultra war, dachte ich mir, yo, da gibt's doch noch dieses Gap auf dem letzten Abschnitt der North Shore. Und das habe ich mir dann für den Tag noch als kleines Erfolgserlebnis zum Abschluss vorgenommen. Puh, echt nicht so schnell. Kleinen North Shore Element waren wir dann auch ready für den Parkplatz und die vorletzte Abfahrt. Wir nehmen dann immer zum Schluss nochmal den Schneewittchen Trail mit, weil man dann mit dem Lift einfach hochfährt und praktisch bis zum Parkplatz runter rollen kann. So Leute, wir sind zurück am Parkplatz. Der Parkplatz ist immer noch voll, aber bei uns so langsam die Luft raus, deswegen brechen wir auf. Wir haben uns auch ein bisschen im Park getrennt und verloren eben. Der Thomas ist schon wieder weg. Es war auf jeden Fall ein gelungener Tag. Letztes Mal in Winterberg für diese Saison und hat mega Bock gemacht. War aber halt einfach mal so ein Spaßtag im Park. Und ich finde, das muss auch einfach mal sein, dass man im Park fährt ohne große Challenges und Herausforderungen. Aber jo, so kann man gebührend, finde ich, das letzte Mal im Bikepark Winterberg 2022? Wir haben 2022, oder? 2022 beenden, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr eure Saison beendet habt dieses Jahr oder vielleicht noch beenden werdet, was Bikeparks angeht. Und jo, wir sehen uns in den nächsten Videos. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.